Was ist das? Aveline? Oh, ma chérie, du hast wieder geschrien. War es der böse Traum? Oui, nur ein Traum. Verzeih, dass ich dich weckte. Sch, ma chérie. Sch, bitte nicht entschuldigen. Eine Mutter sorgt sich, auch eine Stiefmutter. Vielen Dank, Madeleine. Maman, sorgst du dich auch? Hast du mich vergessen? Oder bist du tot? Auf jeden Fall ist die Nacht zu schade zum Schlafen. Oh ja. Aha, da ist ja unsere geliebte Aveline. Naja, ich habe sie ja gerade erst kennengelernt, um genau zu sein. Ja, schön. Und wir müssen leider wieder aufhören. Bis gleich. Und da sind wir mal wieder. Ja. Zurück. Da sind Tauben. Was haben Tauben, was haben Vögel in Assassin's Creed zu bedeuten? Es gibt Berichte über eine Plantage, von der Sklaven verschwinden. Die Besitzer meldeten ihre Flucht, doch unser Netzwerk findet keine Spur von ihnen. Als Sklaven gekleidet, kannst du das Rätsel vielleicht aus der Nähe begutachten. Ich habe an einer günstigen Stelle eine Umkleidekammer für dich eingerichtet. Von der Spitze der Kathedrale wirst du sie sehen. Okay, also erstmal Aussichtspunkte sammeln. Juhu. Zack. Was hätte ich denn tun sollen? Wer bezahlt schon eine 12-Jährige für Hausarbeit? Für Hausarbeit? Also wurde die für etwas anderes bezahlt? Naja. Schön zu wissen. Da haben wir einen Aussichtsturm. Oh. Okay, also... Oh mein Gott. Ubisoft präsentiert ein Spiel von Ubisoft Sofia und Ubisoft Montreal. Assassin's Creed Liberation HD. Das ist doch schon mal was. Also, ich muss sagen, Ubisoft macht immer richtig geile Soundtracks für die Assassin's Creed-Teile. Ich bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut. So, was sollen wir machen? In die Umkleidekammer gehen wahrscheinlich. Ja. Schön. Gibt es hier auch irgendwie sowas wie... Inkognito anzeigen oder sowas? Nein. Na gut.
Dame, normales und eine Sklavin, kann ich sagen. Ah, Sklavin. Also die haben alle Sachen. Bist du Fähigkeiten, Serienattentat einzusetzen? Assassine ist immer bekannt und wird von den Wachen sofort erkannt. Sind die nun beliebige Kleidung hoch? Da ist gegen bestricht. Okay, Sklaven ist schwach im Kampf. Hat nur begrenzten Zugriff auf Waffen und Geräte. Kann in der Menge von. In der Menge oder einer Gruppe von Arbeiten untertauchen oder indem sie eine Kiste trägt. Okay. Senke den Bekanntheitsgrad der Sklavin in Inu beliebige Kleidung. In beliebiger Kleidung steckt wie verabreist. Also hier muss ich Magistrate besprechen, da muss ich. Okay. Dame gekleidet, schwach im Kampf, hat unbegrenzt. Ja, Dame kann am besten Wachen bestechen und betören. Als Dame steigt Evelyns Bekanntheitsgrad langsamer als in normaler Kleidung. Senke den Bekanntheitsgrad der Dame, indem du in beliebiger Kleidung Zeugen eliminierst. Damen können nicht springen, klettern oder sprinten. Ha, das ist natürlich doof. Assassinen können überall frei klettern. Und im Sklaven kannst du frei umherlaufen. Okay. Nehmen wir mal die Sklaventreppe. Kleidung. Ach, guck mal, in Assassin's Creed. Die Plantage erwartet eine Lieferung. Die perfekte Tarnung. Versteck dich in einem Wagen und folge den Karren, um den Ort unbemerkt zu finden. Gut. Aber. Jetzt sieht das Ganze doch schon viel schöner aus. Dann war das nur so ein dummes Ding. Mille salutations. So kann ich irgendwie am Waffenrad. Ja, ich habe versteckte Klinge und Faust. Gut. Und wenn man oben links schon sieht, da hat der Assassine einen Balken. Einen Balken hat er schon. Oh, guck mal, da ist eine Truhe. Aha. Natürlich nehmen wir diese Truhe mit. Also wenn die sich schon so anbietet. Was? Ich habe jetzt einen Bekanntheitsgrad bekommen. Weil ich geklettert bin. Okay. 1500 Geld. Hey, bonjour. So. Steckbriefe sind wieder weg. Ach so. Bonne journée. Ich bekomme also für jede. Jede Aufmerksamkeit bekomme ich etwas, nicht nur für einmal irgendwie klauen oder so. Ja, da gehe ich also jetzt nicht hoch, ich muss in die andere Richtung.